Das Leben und das traurige Ende von Myrtle Corbin, das echte vierbeinige Mädchen. Myrtle Corbin wurde am 12. Mai 1868 in Lincoln County, Tennessee, geboren. Corbins Eltern waren William H. Corbin, der zum Zeitpunkt der Geburt seiner Tochter 25 Jahre alt war, und Nancy Corbin, 34 Jahre alt. Beide Elternteile wurden von Ärzten, die das Kind kurz nach der Geburt untersuchten, als sehr ähnlich im Aussehen beschrieben. Beide hatten kastanienbraunes Haar, blaue Augen und einen sehr hellen Teint. Tatsächlich sahen sie sich so ähnlich, dass die Ärzte sich gezwungen sahen, darauf hinzuweisen, dass sie keine Blutsverwandten waren. Myrtles Geburt war laut ihrer Mutter durch nichts Eigenartiges an der Wehen oder der Entbindung gekennzeichnet. Ärzte, die das Kind kurz nach der Geburt untersuchten, stellten fest, dass eine Steißlage für das Kind und möglicherweise für die Mutter tödlich gewesen wäre. Corbin zeigte sich bald als starkes Kind, das 3 Wochen nach der Geburt 10 Pfund wog. Corbin trat mit 13 Jahren mit dem Spitznamen Four-Legged Girl from Texas in die Sideshow-Schaltung ein. Eine ihrer ersten Werbebroschüren beschrieb sie als sanftmütig wie die Sommersonne und so glücklich wie der Tag lang ist. Ihre Popularität in dieser Branche war so groß, dass andere Schausteller dazu übergingen, vierbeinige Gaffs auszustellen. Als Corbin selbst nicht mehr auftrat, gab es mehrere falsche vierbeinige Frauen, an die sich das Publikum wenden konnte. Teratologen in medizinischen Fachzeitschriften und Enzyklopädien klassifizierten im 19. Einige bezeichneten sie als Dipygus dibrachius tetrapus, andere nannten ihren Zustand Posteriordichotomie, Subvarietät Schizorachis. Ein Arzt, Brooks H. Wells, beschrieb sie als weiblich, gehört zur monozephalen, ileadelphischen Klasse von Monstern durch Fusion. Im Alter von 19 Jahren heiratete sie James Clinton Bicknell, mit dem sie 4 Töchter und einen Sohn hatte. Im Frühjahr 1887, ungefähr ein Jahr nach ihrer Heirat mit Bicknell, wurde Corbin zum ersten Mal schwanger. Ihr Zustand wurde von Dr. Louis Whaley aus Brownsville, Alabama, entdeckt, der nach Corbins Schmerzen in der linken Seite geschickt wurde. Fieber, Kopfschmerzen und Appetitlosigkeit. Außerdem stellte der Arzt fest, dass das Erbrechen und die Amenorrhoe seit 2 Monaten anhielten. Whaley schrieb den Fall für das Atlanta Medical and Surgical Journal, was in den späten 1880er Jahren zu einem Wiederaufleben des Interesses an Myrtle führte, die heute in medizinischen Zeitschriften als MRSB. Bei der Untersuchung von Corbin entdeckte Whaley, dass die Verdoppelung ihrer äußeren Geschlechtsorgane durch eine ähnliche innere Verdoppelung wiedergespiegelt wurde. Er stellte fest, dass Frau B. in ihrer linken Gebärmutter schwanger war. Laut Whaley antwortete sie ungläubig, als ihr mitgeteilt wurde, dass sie schwanger war. Wenn es auf meiner rechten Seite gewesen wäre, würde ich näher glauben, dass sie recht haben. Aus diesem Kommentar stellten die Ärzte fest, dass Corbin den Geschlechtsverkehr auf der rechten Seite bevorzugte, und diese Tatsache wurde in mehreren nachfolgenden Berichten kommentiert. Durch die Schwangerschaft wurde Corbin schwer krank, und nach Rücksprache mit Kollegen beschloss Whaley, 8 Wochen nach ihrer ersten Untersuchung eine Abtreibung vorzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt war sie angeblich zwischen dem 3. und 4. Monat schwanger. Sie erholte sich vollständig und das Verfahren hinderte sie nicht daran, zukünftige Schwangerschaften erfolgreich zu Ende zu bringen. Als medizinische Fachzeitschriften in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt erneut auf eine inzwischen reife Corbin aufmerksam machten, offenbarten Details über ihre Persönlichkeit ein Gefühl für die Frau. Ein Artikel stellte fest, dass die Dame, Mrs. B., die Myrtle Corbin vergangener Tage, attraktiv im Gesicht, körperlich gesund und in der Lage, all ihren Haushaltspflichten nachzukommen, während sie an anderer Stelle als sehr intelligent und eine raffinierte Frau mit einem gewissen Musikgeschmack. Leider, sie starb am 6. Mai 1928 in Claiborne, Texas. Ihr Sarg war mit Beton bedeckt und verschiedene Familienmitglieder hielten Wache, bis er vollständig geheilt war. Auf Wiedersehen, Myrtle Corbin.